Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu GTA Online. Und zwar seit einigen Monaten. Die letzte Folge kam am 21.8. Also schon, okay. Gut, hat schon gut angefangen. Hat auf jeden Fall schon gut angefangen. Ja, hat mega gut angefangen. Ja. Yeah. Letzte. Und wir spielen, ja, wie auch in den letzten Folgen, die kamen, wer sich noch daran erinnert, wieder so ein paar Stunt-Rennen. Weil mir die an sich wirklich viel Spaß machen und die lecken hier wieder rum. Und oh nein, auf! Boah, wie lange das wieder her ist, wo ich GTA gespielt habe das letzte Mal. Nein! Oh nein! Oh nein! Keine gute Idee! Ich komme mit dem Auto einfach gar nicht klar. Hallo? Rocket Auto? Komm, gib Gas. Danke! Oh! Ja, gut, da bin ich ein bisschen falsch geflogen. Ach nö! So, jetzt nochmal. Das Rennen ist echt unglücklich bis jetzt. Das war eine Mucke. Was habe ich denn da drauf? Keine Ahnung. Voll entspannt. Und an sich geht ja online. Boah, wird vielleicht zwischendurch mal kommen. Das gehört jetzt eher zu einem der Projekte, wo es sporadisch kommen. Ich habe heute gerade Bock auf GTA gehabt und habe gedacht, yo, kann man mal wieder aufnehmen. Seit einer Ewigkeit, ja. Könnte man dezent schon behaupten. Ich will gerade so ein bisschen wieder mit GTA Back to the Woods gehen. Back to the Los Santos hier. Und oh, da hatte ich Glück. Das ist hier ein Looping. Okay. Mit diesen neuen Autos komme ich echt noch gar nicht klar. Das einzige, was ich letztens von letzter Zeit von GTA gesehen habe, in der Zeit auch, wo die jetzt Folge kam, ist halt von Dalukart und seiner Crew die Folgen von den Rennen. Mehr nicht. Ich weiß nicht, was in GTA echt sich so geändert hat. Könnt ihr mich hier mal aufklären? Ich weiß, dass es einen Biker-Club gibt, dass es halt so eine Firma gibt. Habe ich auch eine? Bloß habe ich das Geld für das andere Zeug. Und bei Rennen kann man das meiste Geld verdienen, wenn man nicht so weit hinten mitfährt wie ich. Das müsste schon klar sein. Oh, 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 hab Angst. Oh, ging gut. Wundert mich. Aber GTA hat sich einfach so viel getan. Mit den Rennen und so. Weil es macht mega Spaß eigentlich. Okay, alleine macht es nicht so viel Spaß als in einer Gruppe. Schon die zweite Runde? Nö, ist noch die erste. Okay. Nächstes 15 Sekunden weg von mir. Also die Top 5 kann ich auf jeden Fall vergessen. Außer wenn die wirklich noch Scheiße bauen. Zudem kenne ich die Strecke ja nicht. Vielleicht dauert die ja ewig. Weiß ich nicht. Oje. Oje. Ah, es ist schön mal wieder hier GTA zu spielen. So, wie war so theatralisch? Wenn man überlegt, hat man früher so viel gezockt und jetzt... Ja, auf Steam hast du 7x300 Stunden, mal so gesagt, aber ich habe auf den Konsolen einfach mega gesuchtet. Ich bin mit dem Charakter jetzt Level 202, mit dem anderen, wo ich habe, bin ich irgendwie Level 180, nee, 140. Dann hatte ich noch zwei auf der PS3 mit jeweils 50, also schon ziemlich solide. Vor allem, warum kommt die an mich ran und ich nicht an die anderen? Setze ich den Boost so schlecht ein? Oder fahre ich einfach scheiße? Ich weiß es nicht. Mehr Risiko. In das Game. Da kriegt es auch mehr Risiko. War knapp. Das hätte echt in die Hosen gehen können.
Oh, hey. Okay, ich bin fair, ich bin fair, ich bin fair, ich bin fair, du nicht! Oh, du Miststück. Das hasse ich einfach. Oh, man fährt extra nicht rüber. Wenn man so unter Kumpels spielt, ist ja kein Problem, aber gegen Randoms. Vor allem, wir hätten uns gegenseitig nach vorne pushen können. Hey, da fliegen wir. Wer war das denn? Ich glaube, der Lieder nicht da vorne. Hol ich mir. Gott, jetzt habe ich vergessen, ob ich... Hi. Oh. Hätte ich vorhin einfach schneller zurücksetzen müssen. Oh, knapp. Oh, ich lade doch Spiele runter, wo wahrscheinlich Folgen kommen sollten. Vielleicht, wer weiß. Weil so ein bisschen Retro-Gaming habe ich auch momentan ein bisschen Bock. Das alte Spiel mal wieder anzocken. Nein! Och nö! Gott! Dieser Boost ist echt so ein bisschen ungewohnt. Wir werden auf jeden Fall danach noch ein Rennen machen. Weil das reicht mir nicht. Ich will zeigen, was ich kann. Nach diesem Verkorkst. Was macht der? RIP. In der Tat. Oh, ich will boosten. Ich bin Jachter, wo ist der andere hin? Okay. Ja, egal. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hilfe. Ah! Diese Geräusche. Ah! So, der ist einfach wirklich schon im Ziel. Ist schon so eine Weile. Oh, jetzt bin ich auch im Ziel. Okay. War doch nicht so weit, wie ich dachte. Gott. Achter. Kann man machen und damit bedanke ich mich mal fürs Zuschauen eigentlich gar nicht, weil jetzt das nächste Rennen kommt. Bis gleich. Und damit sind wir beim zweiten Rennen mit diesen Kit Autos. Sieht aus wie Kit aus Knight Rider. Nächstes Mal nehme ich einen Schwarz, dann ist es Kit. Und zwar, das ist glaube ich ein Fallschirmauto. Was mit dem Fallschirm? Gas, Alter. Mann! Ey, wie hüpft man? Ha! Hä? Oh! Wow! Ich dachte mit A hüpft man. Hat ja echt gut geklappt. Yay! Oh mein Gott, Aufholjagd incoming! Hi! Soll ich den Fallschirm ziehen? Nö. Nein! Gott! Schlecht aufgekommen. Wieso sollte man hier einen Fallschirm springen? Ziehen. Ja, ich glaube, obwohl. Man wäre, glaube ich, schneller gewesen. Ui! Hallo! Nö. Achso, ich springe da oben drüber. Deswegen ist die Bahn da. Aha. Dachte, die ist dafür die Leute, die nicht Sprung, die nicht wissen, wie man Fallschirm aufmacht. Burger Shot, hey! Oh, auf voll Jagd, ist ein Achter. Oh, und vorbei. Easy. Oh Gott. Oh Gott, damit habe ich jetzt nicht gekriegt. Müssen wir darüber springen, ne? Ja. Hui! Bitte geh noch ein bisschen. Oh Gott. Oh je. Oh. Oh Gott, ich dachte, da geht's mehr weg. Komm ich da hoch? Ich habe Angst. Ja, gut, schaff ich. Easy. Wäre ich jetzt so schneller, als wäre ich, wenn ich normal gelandet wäre? Ich weiß. Ich kann so ein bisschen über die Berge zu fliegen. Das
Standkamera aktiviert. Glaubt doch keiner die Standkamera. Halt! Das ist Überholmanöver, so was müssen wir dann Formel 1 einfügen. Weil ich weiß nicht, wann ich den falschen Z-Bus eigentlich. Ja, hier wäre eine Idee. Ich flieg nicht so weit. Und weg damit. Nein! Oh Gott! Oh Gott, da habe ich noch Rennen fast weggesaugt. Ich drücke weiter nach vorne, um nach vorne zu kippen. Wow. Held. Held in Kane. Stuntkamera. Wow, wie episch. Leute da vorne, macht doch mal einen Fehler. Oh, Pixelmüll auf YouTube. Woo! Das ist diesmal kein Minecraft. Kommt aber nicht ran, ne? Was soll ich da springen? Da ist doch gar nichts. Runden. Okay, Checkpoints noch 4. Okay, da bin ich was abgehoben. Auto halten. Ne, echt? Jetzt sagst du mir, dass ich Fallschirm öffnen kann. Ah, okay. Too much information für mich. Na gut. Wenn ich jetzt die Landung richtig schaffe, als Fünfter. Ja, Fünfter easy. Was fliegt der denn? Und ab ins Ziel! Wow, mit Fallschirm! Oh, schöner Dab. Hä? Hä? Müsste es den GTA dann auch geben? So ein Emote wie Dab? Gut, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn GTA Online kommt. Ich kann es nicht versprechen, ob es morgen kommt, nächste Woche, diese Woche, diesen Monat, keine Ahnung. Nehme ich auf, wann ich Bock habe. Wenn ihr Interesse habt an mehr Folgen, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann. Ciao, ciao.